this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am 20. August 2018, Montagabend, inzwischen 8:30, die Sonne ist schon einigermaßen untergegangen, deswegen kommen die Mücken hier so langsam reingeflogen. Also wenn ich hier mal ab und zu klatsche, dann wisst ihr warum, das ist deswegen. Und das ist natürlich auch, weil ich mich unglaublich freue, dass ich heute eine Premiere habe mit diesem Video, wo wir heute natürlich normalerweise sprechen werden über das 7. Kapitel, das größte tyrannische Pferd aller Zeiten. Aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das Bruder Viktor übersetzt hat. Warum bin ich denn heute so glücklich und warum ist das so eine Premiere? Weil heute mit mir verbunden über Skype nicht nur Bruder Viktor ist, der ja das Buch bis hierhin übersetzt hat und auch weiterhin übersetzen wird, sondern auch noch Michael damit bei ist, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr meine Lesung auf dem zweiten Kanal, meinem zweiten YouTube-Kanal verfolgt von Theodor Griesinger. Da hat er mich in den letzten 15, 16 Sendungen des Buches von Griesinger begleitet und begleitet mich auch in anderen Dingen. Und ich bin jetzt heute mit beiden über Skype miteinander verbunden. Wunderbar finde ich das. Wir sind drei, wie in der Bibel geschrieben steht, wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. In deren Mitte werde ich sein. Auch wenn wir jetzt heute keine Bibelstudie machen, weiß ich doch, dass wir Jesus Christus und den Heiligen Geist auf unserer Seite haben mit der Studie dieses Buches. Und ich möchte jetzt natürlich erstmal die beiden vorstellen. Wir fangen an mit Michael, den die meisten vielleicht noch nicht kennen. Und danach gehen wir dann rüber zu Viktor, den die meisten natürlich aufgrund dieser Lesung hier schon kennen. Bevor ich das mache, wir gehen noch mal ganz kurz zurück auf das Ende des 6. Kapitels, das wir ja gelesen hatten, die katholische Kirche und der Ständestaat, meine ich, wie das hieß. Mal eben gucken hier, kann ich es einblenden, die katholische Kirche und der Ständestaat. Ja, ich habe es richtig behalten. Da gehen wir noch mal kurz rein, da wird Viktor den Draht aufnehmen, von wo ich ihn letztes Mal habe fallen lassen. Aber jetzt möchte ich erstmal ganz herzlich am Mikrofon über Skype willkommen heißen, Bruder Michael aus Deutschland. Schönen guten Abend, Michael, und danke, dass du die Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Und herzlich willkommen zu dieser Lesung Hinter den Diktatoren, heute am 20. August 2018. Ja, hallo Jörg, hallo Viktor, hallo liebe Hörer von Joggler 66, Joggler Wars und Disinfo. Ich bin heute Abend hier auch dabei, um halt vielleicht auch noch ein bisschen zu supporten, denn ich finde das unheimlich toll, wie der Viktor jetzt speziell in Deutsch für die deutschsprachigen Hörer mal die neueste Geschichte aufarbeitet. Und ich denke, da werden wir ganz, ganz viel Neues dazulernen können und auch behalten, denn ich habe festgestellt, wenn man es in der Muttersprache hört, dann behält man die Sachen einfacher, als wenn man es erstmal im Kopf wiederum in die Muttersprache übersetzen muss. Und von daher möchte ich jetzt ohne viel Verzögerung das Wort an Viktor übergeben, der halt die Hauptarbeit der Übersetzung hier für dieses Kapitel Hinter den Diktatoren geleistet hat. Moin moin und hallo. Ja, freut mich auch wieder sehr, mit euch verbunden zu sein. Ja, diesmal die Premiere. Ich bin sehr gespannt. Das ist bestimmt eine sehr tolle neue Erfahrung. Ja, wir hatten an der letzten Lesung an einer Stelle aufgehört. Und zwar ging es da um Otto von Habsburg. Jetzt weiß ich nicht, Jörg, ob du noch mal einleiten noch ein paar Sätze sagen möchtest, bevor ich dann erstmal übernehme. Ja, wir hatten letztes Mal aufgehört in dem Kapitel Nummer 6, die katholische Kirche und der Ständestaat. Und wir hatten damals aufgehört, denke ich, mit verschiedenen Zitaten. Ich hatte, wie du mir hier dran erinnert hast, wohl das Zitat gelesen aus der Zeitschrift Reform, in der Franco am Todestag von Adolf Hitler wohl eine Veröffentlichung gemacht hat, wie sehr man dem Sohn der Kirche Adolf Hitler nachtrauert. Und wir hatten das andere Zitat von Franz von Papen, das ich hier jetzt eben gerade grün unterstrichen im Bild habe. Franz von Papen, päpstlicher Ritter, also ein Malteser Ritter und übrigens jesuitisch erzogen und ausgebildet und Hitlers erfolgreichster Handlanger, erklärte im Völkischen Beobachter vom 14. Januar 1934, Zitat, das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, sondern eben diese Prinzipien auch verwirklicht. Ja? Und daraufhin hattest du dann gesagt, dass du noch ein paar interessante Links hättest, mit denen wir uns bitte beschäftigen sollen. Da kam uns dann die Zeit dazwischen, das war dann vorbei. Und deswegen haben wir jetzt diese Links heute aufgemacht und wollen jetzt unsere Sendung heute damit beginnen, dass du uns ein paar Dinge erzählen möchtest. Und zwar
zuerst von der Seite, die ich jetzt hier im Video eben einblende, dass jeder das sehen kann, katholischzdw.ch. Da war ein Zitat, was du gerne von dir geben möchtest, sicher, oder was du uns vorlesen wolltest, richtig? Genau, korrekt. So. Du kannst ja nochmal einmal kurz, am Anfang ist auch nochmal so ein Bild und dann sieht man nochmal den, ja, um den Protagonist, um den es sich jetzt gerade handelt. Das ist nämlich quasi ja auch so ein Sohn der römisch-katholischen Kirche. Und ich fand das jetzt ganz interessant, so mit der Zeit durch deine Lesung und auch mit Hilfe der Bibel, wenn man diese Brille aufsetzt, ist das, macht das Spaß, mal so ein Zitat dann mal so zu lesen, wie du das nämlich das letzte Mal getan hattest, mit diesem Zitat von Franco. Ja, und dass ich sagte, so ist es geschrieben und wie ist es zu verstehen. Ja. Richtig, genau. Und hier geht es halt über den Otto von Habsburg, der also aus der Linie der Habsburger kommt. Das ist eine, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Adelsfamilie. Die meisten Leute übrigens, mal eben zur Information, vielleicht auch für euch neu, weiß ich nicht, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, wo der Adel überhaupt herkommt. Den Adel, das ist ein Stand, der ins Leben gerufen wurde. Leute, die für den Papst Kriege geführt haben und Erfolge geführt haben, wurden danach mit Land und Gütern bezahlt und haben einen Titel bekommen. Einige Graf, andere Fürst, andere Baron, andere wurden sogar Könige. Dieser ganze Adelstand, das kommt im Grunde nur daher, weil sie den Papst hörig waren. Und dieses Adelsgeschlecht von den Habsburgern hat, soweit ich das jetzt eben im Kopf habe, ich habe da nämlich auch, glaube ich, noch gerade drüber gelesen, weil ich lese ja noch das Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, da habe ich gestern die 22. Lesung von gemacht, ganz fantastisches Buch. Und da habe ich auch über die Habsburger gelesen. Das ist, glaube ich, ein Adelsgeschlecht, das also schon seit dem 13. Jahrhundert, 12. oder 13. Jahrhundert regiert und natürlich auch immer eine wichtige Rolle gespielt hatte in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und die letzten Sprosse davon, das ist also das, was jetzt der Viktor hier benennt. Das ist der, wie wir hier im Bild sehen, der Otto von Habsburg, der am 4. Juli 2011 gestorben ist. Und daher kam dann halt Viktors Idee, um zu sagen, von der ist da gestorben und da gibt es einen Nachruf hier. Den werde ich jetzt vorlesen, A, so wie er hier steht und B, dann werde ich ihn euch erklären, wie er eigentlich gemeint ist. Und das ist halt aus dem Übergang von der letzten Lesung. Habe ich das so richtig zusammengefasst für dich, Viktor? Ja, perfekt, spitze. Na, wunderbar, dann lege ich mal los. Und zwar, in einem Interview mit der Kirche in Not meinte Habsburg 2007, also Kirche in Not ist wohl, ich bin mir ja jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Zeitschrift oder eine Internetplattform ist, aber das spielt jetzt ja auch keine Rolle. Fange ich mal an, aus dem Kirche in Not, das Zitat beginnt. Der Kampf um die Seele Europas ist der Kampf um den Gottesbezug in der Verfassung. Also ich lese das jetzt erstmal so, wie es geschrieben steht. Wenn die Menschenrechte, die eines der wesentlichen Elemente Europas sind, einen Sinn und einen Inhalt haben sollen, muss es logischerweise einen Gott geben. Denn das Menschenrecht fußt schließlich auf dem Gedanken, dass der Mensch als von Gott erschaffenes Wesen eigene Rechte hat. Aus diesem Grund plädiere ich dafür, den Gottesbezug in die europäische Verfassung einfließen zu lassen. Es gibt in Europa großen Widerstand gegen alles, was mit Glaube und Christentum zu tun hat. Wir haben im Europaparlament einen Gebetsraum für alle Religionen. Bis wir eine katholische Messe erreicht haben, hat es über 3 Jahre Kampf gebraucht. Die Gegenseite ist heute aktiver denn je. Der Teufel ist immer dort in der Nähe, wo der liebe Gott ist, weil er der Widersacher Gottes ist. Die antichristlichen und antireligiösen Kräfte sind gut vorbereitet, was von unserer Seite nicht behauptet werden kann. Hier gibt es für die Christen noch viel zu tun. So. Das ist ein bisschen lang, ich weiß, aber ich finde es ganz interessant, das jetzt einfach mal mit der wirklichen Bedeutung, das mal jetzt auszusprechen. Und es gibt nur einen Satz da drin, der wirklich wahr ist. Ja, ich glaube auch, wo du es jetzt gerade sagst, im Nachhinein, also da ist ein Satz, den kann man so stehen lassen. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Da würde ich mal sagen, es gibt in Europa großen Widerstand gegen alles, was mit Glaube und Christentum zu tun hat. Den Rest können wir eigentlich verstreichen.
Wobei wir dann natürlich immer uns vergewissern müssen, dass wir über ein und dasselbe Christentum sprechen. Ja, genau. Aber, So. die Sophistik ist schon sehr interessant, ja. Also ich würde dann jetzt beginnen nochmal mit der Version, so wie ich das jetzt verstehen würde. Bitte. Und zwar, der Kampf um die Seele Europas ist der Kampf um den Bezug Satans in der Verfassung. Wenn die Menschenrechte, gestiftet vom Teufel, die eines wesentliche Element Europas sind, einen Sinn und einen Inhalt haben sollen, muss es logischerweise einen Satan geben. Denn das Menschenrecht fußt schließlich auf den Gedanken, dass der Mensch als von Gott erschaffenes Wesen eigene Rechte hat. Also wenn man die Bibel liest, dann weiß man, dass der Mensch als von Gott erschaffenes Wesen in erster Linie Pflichten auferlegt bekommt. Ich wollte gerade Da sagen, ist von Rechten erstmal keine Rede. ich habe in der ganzen Bibel bis jetzt, obwohl ich sie noch nicht von A bis Z gelesen habe, aber ich komme keine einzige Stelle entgegen, wo drin steht, dass Gott Menschen irgendwelche Rechte gibt. Er legt uns Pflichten auf, er legt uns Gesetze auf, er legt uns Ordinationen auf, aber von Rechten habe ich persönlich noch nichts gelesen. Aber das, was du hier anholst, Viktor, ist ganz wichtig, dass wir da kurz dabei stehen bleiben. Das ist genau dasselbe, wo der Haken liegt in der amerikanischen Verfassung, der US-amerikanischen. Die sagen ja auch, God has given us unalienable rights. Ja, Gott hat uns nicht absprechbare Rechte gegeben. Gott hat in der Bibel den Menschen keine Rechte gegeben. Der Mensch in der Bibel ist ein gefallenes Wesen. Ein sündiges, ein im Fleische böses und im Herzen schlechtes Wesen, das nur durch die Gnade Gottes überhaupt rechtschaffen gemacht werden kann. Dieses ganze Gefasel von Menschenrecht, ja, Human Rights, wobei man dann auch wissen muss, Human, das Wort Human kommt, You ist ein altes Wort für Gott. Human heißt also Mensch-Gott oder Gott-Mensch. Das geht zurück auf Genesis. Wo die Schlange fragt, ja, hat Gott wirklich gesagt? Nein, wenn ihr von der Frucht esset oder wenn ihr von dem Baum esset, dann werdet ihr sein wie Gott. Ja, darauf fußt das zurück. Von daher bin ich sehr einverstanden mit deiner Interpretation dieses Satzes, aber wir müssen uns bei dem zweiten Satz hier ganz deutlich davon bewusst werden, dass da steht, das Menschenrecht fußt schließlich auf den Gedanken, dass der Mensch als von Gott erschaffenes Wesen eigene Rechte hat. Nein, das Menschenrecht fußt schließlich auf dem Gedanken, dass der Mensch als von dem Satan usurpiertes, von Gott geschaffenes Wesen Rechte von diesem Satan bekommt. So würde ich das lesen. Stimmst du mir dazu? Ja, absolut. Das hast du schön nochmal so zusammengefasst. Danke, dann machen wir weiter. Aus diesem Grund plädiere ich dafür, den Bezug Satans in das Heilige Römische Reich einfließen zu lassen. Es gibt im Heiligen Römischen Reich großen Widerstand gegen alles, was mit Glaube und Katholizismus zu tun hat. Aber man kann den Satz auch, wie ihr schon eben sagtet, auch natürlich so stehen lassen. Wenn man das natürlich so, wie wir das Christentum interpretieren oder beziehungsweise unsere Auffassung der Bibel natürlich dann auch, ja, sag ich, das auch so widerspiegelt, denke ich doch. Wird sich dann auch durch die Lesung von die Inquisition im Mittelalter, beziehungsweise wenn wir dann auch so weit sind mit Romanismus und die Reformation, dass wir da natürlich auch nochmal eine Art Widerstand natürlich kennenlernen werden, die uns so in der Schule sicherlich nicht beigebracht wurde. Ich werde dann fortfahren. Wir haben im Europaparlament einen Gebetsraum für alle Religionen. Ja, ich weiß gar nicht, ist dieses Europaparlament eigentlich diesen Turm zu Babel nachempfunden? Aufgrund der Bilder, die man davon sieht, und ich Ja, werde mal was man eben der hier Bilder in her? meinem, ich werde mal eben hier eins suchen. In Straßburg. Ja, Straßburg, ja, ich weiß jetzt nicht, unter welchem, von Straß findet er hier nichts, dann machen wir EU.
Wenn man das Bild sich anschaut, dann ist das sicherlich nicht zu leugnen. Mit der EU kommt er hier natürlich mit 1000 Bildern erstmal an. Das habe ich aber irgendwo. Ich habe hier zum Beispiel das Bild. Ja. Passt auf eine katholisch-europäische Union. Und da sehen wir hier dieses unfertige Gebäude, was das EU-Parlament in Straßburg ist, mit dem Papst hinten dran, ja, der also sagt, passt auf eine katholische Europäische Union. Ja, das ist im Grunde nichts weiter als das wiederhergestellte europäische oder Heilige Römische Reich, europäische Nation dieses Mal anstatt deutscher Nation. Dieses Bild, und dann gibt es auch noch das von dem Turm selber. Ich glaube, es gibt sogar ein Bild, wo das mit dem hier, dieses Bild hier, das ist wunderschön, sich mal anzuschauen. Auf der linken Seite ist der Turm von Babel, so wie er gezeichnet wurde von Bruegel. Und auf der rechten Seite finden wir dann das Europäische Parlament in Straßburg, dieses Gebäude, wo wir ganz deutlich die Ähnlichkeiten sehen, wie es gebaut wurde. Und das ist der Punkt. Das wurde dem tatsächlich nachempfunden. Und die Leute, die verstehen es nicht. Hier zum Beispiel habe ich das Cover von Spiegel, 1. Mai 2004, das neue Europa. Und da sehen wir die Europa nackt sitzen auf einem Stier, der geformt wird durch zwei sich schließende Hände und die da die Sterne darum pflückt. Da geht ja um diesen Turm von Babel, dieses Europaparlament. Da sind ja in total 12 Sterne drum, die dann auch noch oftmals eben mit dem Stern nach unten gerichtet sind, also als umgekehrtes Pentagramm. Hier sind sie jetzt nach oben gerichtet in dem Spiegel, aber es gibt auch noch andere, da sind sie anders aufgerichtet. Das sind mal eben so ein paar Bilder, um das hier mit einfließen zu lassen. Das könnt ihr euch auch mal anschauen hier. Das sind also europäische Gebäude in Brüssel, wie das aussieht. Ja, das ist ja hier gerade mal 25 Kilometer weg von wo ich wohne. So sieht unsere europäische Hauptstadt aus. Oder ein Teil zumindest. Ja, da könnt ihr euch ja selbst Gedanken machen über die Gebäude, wieso die solche merkwürdigen Formen haben und wie groß die sind. Und das hier zum Beispiel, das ist ein ganz neues, so ein offenes Gebäude hier. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine alte Glocke oder sowas drin. Hier, das ist das mit dem Ei. Ja, mit dem Ei da drin. Das ist unglaublich. Ja, für euch beide, Entschuldigung, ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, weil ich das hier für die Zuschauer im Video einblende. Ihr werdet es dann sehen, wenn ihr nachher das Video bekommt. Aber diese Bilder sprechen natürlich irgendwo schon für sich. Und hier ist noch ein sehr schönes Bild von dem Europaparlament, das ich jetzt mal eben hier einblende. Warte mal eben, kann man eben schauen, ob ich mit Skype hier mal eben, kann ich da nicht eben den Schirm teilen? Wollen wir eben sehen. Das müsste doch funktionieren. Müsste der Computer noch so eben schaffen. So, seht ihr beiden das jetzt? Jetzt habe ich hier dieses Bild eingeblendet. Ja. Jetzt habe ich hier das Bild eingeblendet von dem Europaparlament. Das ist also wirklich ein jetzt vergrößertes Bild, wie man das wunderbar sehen kann hier. Und da ist dasselbe Bild nochmal. Das ist dann Europa. Hier sehen wir den Antichristen im Europäischen Parlament sprechen. Das ist eine schlechte Auflösung, aber das ist Johannes Paulus II., wo er damals von Ian Paisley als Antichrist, hier, Ian Paisley, als Antichrist benannt wurde. Mhm. Und das sind dann andere Bilder. Also immer zurück zu den Gebäuden hier, das ist das, was ich sagte, mit dem Ei eingebaut. Das steht hier auch in Brüssel, an der Rue de la Loi, an der Wetstraat, der Gesetzesstraße, wie das heißt. Da oben ist das gebaut, das ist dieses Gebäude, dann haben wir dieses Gebäude hier. Also wenn man sich das anschaut, dann wird man schon irgendwie an Babylon erinnert, auch wenn es jetzt nicht alles auf den Turm selber so zurückgeht. Hier noch andere Gebäude, europäische Gebäude hier zum Beispiel. Das sind nur mal so ein paar Dinge, dass man sich so für Augen führen muss. Also das ist alles ziemlich römischer Baustil, finde ich nur persönlich. Ne? Aber wir leben eben ja auch noch immer im Römischen Reich. So. Ja, das ist wieder ein anderes Bild. Gut, das wollte ich nur mal eben zeigen. Diese Bilder wollte ich nur mal eben zeigen. Und dann hatten wir ja eben auch die vom Turm von Babel. Wenn ich jetzt den Schirm teile, dann kann ich auch die Bilder eben euch mal zeigen, wo wir das hatten. Hier, das war das Bild mit dem Papst. Passt auf eine katholische Europäische Union. Das ist das eine. Und da sehen wir ja auch, dass
Straßburger Europaparlament im Hintergrund und hier das Gebäude der Europäischen Union in Brüssel im Vordergrund. Das ist dieses Bild und dann das Bild, wo das halt mit dem Turm zusammen ist. Wo habe ich das denn? Das müsste ich auch noch irgendwo, gerade eben hatte ich es ja. Hier. Es gibt ja auch einen relativ bekannten deutschen Architekten, der heißt Albert Speer, der also auch so in diesem Baustil gearbeitet hat. Ja, das war ja Hitlers Architekt, ne? Der, ja, und ob jetzt Germania in Brüssel steht oder nicht. Naja. Es gibt zum Beispiel ja auch, ich habe ein Bild hier auf dem Computer gerade von einer italienischen Euro-Münze aus dem Jahre 2005, die also auch Europa zeigt, wie sie, also die Dame Europa zeigt, wie sie auf einem Stier reitet und hat da 12 Sterne über ihrem Haupt. Ja, Schirm, das hatte ich doch gerade erwähnt, das Bild. Ja, ja, genau. Vom Spiegel. Das ja, aber wie gesagt, das steht ja auch, ist ja auch dieses Bild ist ja auch auf den EU. Ja, du hast es auf der Münze, meinst du das hier, ne? Mhm. Das ist die Münze, ne? Europa, ich auch mal 1989. Eben. Ja, ich habe ja eine von 2005, Konstitutione Europäer. Mhm. Aber das ist ja mehr oder weniger dasselbe, ne? Europa, die nackte Frau auf dem Stier, 1989, das ist dieses Bild. Und dann hatten wir ja gerade eben noch das Bild vom Spiegel. Muss ich das hier wieder eben finden? Das war ja da irgendwo drin. Hier, das ist das Bild vom Spiegel, was ich gerade eben schon mal erklärt hatte. Sind wir schon wieder bei Sodomie, ne? Meine Herren. Ja. Ja. Ne? Schaut mal, ne? Das ist das jetzt. Okay? Also das nur als kleine Abweichung und eben mal zu einer kleinen Bildershow. Auch für unsere Zuschauer natürlich hier mit bei. Gut, dann denke ich mal, möchte Viktor jetzt wohl fortfahren in der Analyse des Zitates. Ich wiederhole sonst nochmal gerne den letzten Satz. Ja. Wir haben in der Zweigstelle der Synagoge Satans einen Raum für den Gottesdienst für alle Heiden. Bis wir eine katholische Messe erreicht haben, oder ja, eine Messe für den Götzendienst erreicht haben, hat es über 3 Jahre Kampf gebraucht. Die Gegenseite ist heute aktiver denn je. Der Teufel ist immer dort in der Nähe, wo der liebe Gott ist, weil er der Widersacher Gottes ist. Gut, ich meine, das könnte man auch noch so stehen lassen. Mhm. Die antikatholischen und die antireligiösen Kräfte sind gut vorbereitet, was von unserer Seite nicht behauptet werden kann. Also da stimme ich dann, ja, also ich denke, das stimmt so nicht ganz, wenn man weiß, wie die katholische Kirche, wer die katholische Kirche ist und wie sie agieren seit ihrer Existenz. Naja, wenn ich dich da mal eben unterbrechen darf. Wenn der Habsburg hier diesen Satz sagt, die antichristlichen und antireligiösen Kräfte sind gut vorbereitet, dann spricht er von dem wahren Christentum. Weil das wahre Christentum ist für den Antichristen natürlich antichristlich. Das ist ja der Feind. Christus ist der Feind des Antichristen. Von daher sind die antichristlichen Feinde oder die antichristlichen Bewegungen aus der Sicht des Antichristen die Christen. Ja? Also hier das zu übersetzen mit die antikatholischen und antireligiösen Kräfte sind gut vorbereitet, nee, das ist gar nicht mal richtig. Im Grunde sagt er hier genau das Richtige. Die antichristlichen und antireligiösen Kräfte sind gut vorbereitet. Sie sagen mit anderen Worten, die wahren Christen, die bibelgläubigen Christen, die Jesus folgenden Christen sind gut vorbereitet, was natürlich nicht stimmt. Ja? Aber man muss das ja sehen, er spricht das ja aus der Sicht des Katholizismus. Und was er als Antichrist bezeichnet, das ist natürlich was anderes, als was wir als Antichrist bezeichnen. Weil wir wissen, dass das, wovon er spricht, die römisch-katholische Kirche, der Antichrist ist. Oder besser gesagt, der Papst der römisch-katholischen Kirche ist der Antichrist. Und die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans, ist die antichristliche Kirche. Und wenn er spricht von antichristlichen und antireligiösen Kräften, dann spricht er von A. Judentum, B. Protestantismus und C. Freimaurerei. Wie wir ja auch bereits in der Lesung von Herrscher des Bösen, mittlerweile, Herrscher des Bösen, sag ich schon, hinter den Diktatoren gelernt haben. Okay? So ist zumindest mein Verständnis davon. Aber ja, stimmt, du hast recht. Also man müsste das dann so lesen, die katholischen Kräfte sind gut vorbereitet, was von Seiten der wahren, bibeltreuen Christen nicht behauptet werden kann. Richtig. In Anführungsstrichen. Wenn es sich jetzt, sage ich mal, um ja, das Weltliche auch hier auf dieser Welt, wenn man das dazu bezieht. Hier gibt es für die Christen noch viel zu tun, ja.
In der Tat. Ja, in dem Sinne, da würde In das jetzt der, also heißen, wenn hier gibt es für die Katholiken noch viel zu tun. Nach dem Motto, die wir Katholiken sind gar nicht gut vorbereitet. Ne? Alleine schon aufgrund der kommenden Invasion durch den ISIS, ne? Durch die Muslime in Europa und so weiter. Ne? Also das war damals natürlich noch nicht so ein großer Punkt. Nein, in der Tat. Gut, das abschließend nochmal dazu vielleicht den Link von kirche-heute.de, wo ein Weihbischof, der nennt sich Andreas Laun aus Salzburg, ja, einen Artikel verfasst hat über Otto von Habsburg, Erinnerung und Würdigung. Wenn man jetzt sich damit ein bisschen mal befasst und dann kommt man an eine Stelle, da heißt es natürlich, ja, das ist jetzt in Anführungsstrichen nur hier meine persönliche Meinung. Wer sich aber mal mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil befasst hat und dort das verfasste, ich weiß jetzt gar nicht, ist das aus einer Enzyklopädie oder haben die das jetzt quasi nur während dieses Konzils sich dort ja was zu Papier geschrieben? Jedenfalls geht es um Inter Mirifica und Miranda Prosus, Ja, wo wo denn? wir Ich muss in dem Artikel musst du mir sagen, wo ich jetzt eben hingehen muss. Von wo sprichst du denn jetzt? Ich bin ja noch am Anfang des Artikels. Ja, du bist auch am Anfang. Also es geht an sich nur darum, dass wir wissen, der Verfasser dieses Artikels er spricht hier von seiner persönlichen Meinung. Da geht es im Moment einmal um, das geht, glaube ich, an einer etwas weiter unten eine Stellungnahme beziehungsweise. Da muss ich mir nur mal einen Text sagen, dann kann ich das ja sehen, wenn ich runterscrolle. Ich weiß ja nicht, nach welchem Text ich jetzt suchen Ja, muss. ich hab das jetzt leider auch nicht mehr im Kopf, aber er sagte halt an einer Stelle, es ist halt an seiner Stelle wäre der Otto von Habsburg der bessere Kanzler gewesen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das jetzt auf Ah, die. ich, Weihbischof Andreas Laun, habe Otto von Habsburg immer verehrt. Und durfte im Laufe meines Lebens ihn, seine wunderbare Frau Regina und die ganze Familie persönlich kennenlernen. Offen gesagt, ich hätte mir Otto von Habsburg viel lieber als Staatsoberhaupt gewünscht, als die Präsidenten und Kanzler, die wir Österreicher in all den Jahren, die ich überblicken kann, tatsächlich hatten. Wenn ich das sage, denke ich die Unterschiede und auch Verdienste in der Reihe dieser Männer in politischer Verantwortung durchaus mit und übersehe ihre Qualitäten nicht, geschweige denn, dass ich ein pauschal negatives Urteil über sie fällen wollte. Ich sage nur, Otto von Habsburg wäre mir als Präsident und Ka oder Kanzler lieber gewesen. Das ist es, worauf du abzielen wolltest, richtig? Richtig, ich habe es auch gerade entdeckt. Prima, dass du da kurz dann eingesprungen bist. Ja, das ist der Ja, Heilige Geist, der leitet im Scrollen, da der hat findest das du dann auf einmal hier. die Dinge. Ich habe das Ding noch nie gelesen, aber das ist eben so. Fahr Ja, und fort. wenn wir wissen, dass der Weihbischof Andreas Laun hier zwar seine persönliche Meinung hier wiedergibt oder zumindest das schreibt, ja, so ist natürlich das letzten Endes auch die Meinung der katholischen Kirche, beziehungsweise von der Hierarchie. Da Wenn kann man wir, von ausgehen, ja. da kann man von ausgehen, weil ansonsten, ja, gehe ich, also ne, wissen wir, die katholische Kirche hat ja letztendlich über alles, ja, sozusagen ein Auge. Und wenn der sich jetzt hier kritisch geäußert hätte, denke ich, wäre so ein Artikel nicht verfasst worden. Spiegelt jetzt halt auch nochmal den Punkt nochmal, vielleicht nochmal ganz gut wider. Wie sehr auch ein katholischer Weihbischof sich jemanden aus einem Abkömmling zur Zeit der, ja, wie würde man das nennen, aus Zeit der vorreformatorischen Zeit, ne? Also, ich glaube, du weißt gar nicht, Viktor, wie recht du gerade hast mit dem Satz, die hat auf alles ein Auge. Das allsehende Auge, das spielt da drauf Genau, hinaus. ganz genau. Ja. Ja, da gibt es noch, du sagtest, du hattest da noch, ein Name ist da noch im Artikel gefallen, der noch eventuell interessant ist. Das war jetzt mir gar nicht mehr so geläufig. Ja, ein bisschen weiter runter. Matthias Erzberger. Genau. Ja, auf den kommen wir später in dem Buch Hinter den Diktaturen noch zu sprechen. Ich scroll hier mal eben runter. Matthias Erzberger vor 90 Jahren ermordet.
Vor 90 Jahren, am 26. August 1921, wurde der katholische Reichstagsabgeordnete und Reichsfinanzminister Matthias Erzberger ermordet. P. Notker Hiegel, OSB, zeichnet mit großer Ehrerbietung ein Lebensbild dieses oberschwäbischen Politikers aus Biberach. Erzberger war ein tiefgläubiger Katholik, der immer nach seinen hohen Idealen und seiner ehrlichen Überzeugung handelte. Hiegel nennt ihn einen Finanzreformer und Wegbereiter der Demokratie nach dem Sturz des preußischen Kaiserreichs. Gleichzeitig widmet P. Notker seinen Beitrag der Tochter Erzbergers sowie der tiefen Beziehung, die zwischen den beiden bestand. Maria Edeltraud war 2 Jahre vor dem Attentat auf ihren Vater in den Karmel von Echt eingetreten und bereits mit 34 Jahren heiligmäßig gestorben. Also das ist ein Kloster, in das sie eingetreten war und dann gestorben war und heilig erklärt wurde anscheinend. Nur Matthias Erzberger sagt den meisten Leuten nichts und ich will jetzt auch nicht auf das Buch vorgreifen. Matthias Erzberger hat ein Buch geschrieben, Erlebnisse im Weltkrieg. Das habe ich als PDF auf meinem Kanal. Da kann ich auch mal irgendwann ein Bild einblenden. Das ist mir jetzt aber zu viel Suche, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Matthias Erzberger war 1915 hauptsächlich daran beteiligt, einen geheimen Vertrag in London mit aufzustellen, mit dem die juristischen Grundsätze, in dem die juristischen Grundsätze geregelt wurden für das Wiederauferstehen des Papsttums als eine weltliche Macht, was dazu geführt hat, dass 1929 mit der Unterzeichnung des Lateranen Vertrages zwischen Mussolini und dem Vatikan die Wunde, die dem Biest oder der Bestie, wie man das ja im Deutschen besser sagt, Biest ist ja ein englisches Wort, Bestie, die Wunde, die der Bestie zuteil wurde, die angeblich eine tödliche war, wie diese wieder geheilt wurde. Der Vertrag, der dazu zum Grunde liegt und die Vertragsklauseln oder die Paragraphen, die werden wir später in der Buchlesung hinter den Diktatoren noch besprechen, da kommen wir noch zu. Aber in diesem Artikel, und deswegen erwähnt uns der Victor das gerade eben hier, lesen wir auch über den Matthias Erzberger. Wir werden uns das natürlich, bevor wir zu dem Teil in dem Buch kommen, mal durchlesen und sehen, ob hier einiges drinsteht, was eventuell interessant ist. Matthias Erzberger war Reichsfinanzminister in der Weimarer Republik, bis er halt ermordet wurde. Und bevor wir jetzt uns hier in irgendwelche Spekulationen ergeben, da zeige ich euch mal eben ein Bild, weil es gibt von Erzberger sogar ein Bild, wo er ermordet ist, also seine Leiche, die da im Wald liegt. Hier, das ist dieses Bild, da liegt der Arme, ermordet, Blumen haben sie ihm da bereits hingelegt, wo er ermordet wurde und das ist halt passiert 1921. Nach dem Motto, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Der Erzberger wusste zu viel. Das war ein ganz gefährlicher Mensch für die römisch-katholische Kirche. Und deswegen hat sie dafür gesorgt, oder besser gesagt, diejenigen, die wir bis jetzt heute Abend noch überhaupt nicht erwähnt haben, die Jesuiten, dass er aus dem Weg geschafft wurde. Hier ist übrigens das Bild von dem Buch, das er geschrieben hat. Das Buch gibt es als PDF, das habe ich auf meinem Computer auch. Erlebnisse im Weltkrieg, das ist das Bild hier, das Buch hier von Erzberger. Und hier habe ich mal aus dem Buch raus fotokopiert, der Plan des Vatikan, das ist auf Seite 130, 131, das kann man dann wunderschön sehen. Aber da werden wir noch drüber sprechen, wenn wir mit Michael Erzberger konfrontiert werden im Laufe der Buchlesung hinter den Diktatoren, wo wir ja heute eigentlich das 7. Kapitel anfangen wollten, was wir dann wohl auch gleich tun werden. Wir haben jetzt hier die Artikel besprochen. Ich glaube, soweit wie Victor das gerne besprechen wollte. Ansonsten müsste Victor da jetzt sein Veto einlegen. Nein, das tue ich nicht. Das tut er nicht. Gut. Dann warten wir nochmal, ob der Michael vielleicht noch eine Sache einfällt, die er da abschließend gerne zu bemerken wollte. Nee, sonst wird das alles wieder viel zu lange hier. Nur, da musst du dir nun keine Sorgen drum machen. Ich meine, wir reden um die Dinge, die von uns von Interesse sind. Und wenn der Heilige Geist uns dahin leitet, dass wir über diese Dinge diskutieren und heute eben mal nur 20 Minuten aus diesem Buch lesen, dann ist das so. Aber es hat ja alles mit demselben Thema zu tun, ja?
Also mach dir da bitte keine Sorgen drum, Michael. Das hast du früher schon gemacht, als wir die Lesung gemacht Genau. haben von dem Griesinger. Es ist mir wurscht. Und wenn ich manchmal nur zwei, drei Seiten schaffe, weißt du, wenn Tom Fressen Buch liest auf Inquisition Update, der macht 50 Minuten eine Sendung, dann passiert das manchmal, dass er zwei Sätze liest in einer Stunde. Ja? Das ist Ich mir kenne das, wurscht. weil ich höre das ja auch alles. Ja, eben. Die Information, die dabei gegeben wird, die ist wichtig. Ja, es ist mir vollkommen wurscht, wie viel wir lesen. Alles, was wir heute hier sagen, hängt zusammen mit der Buchlesung hinter den Diktatoren. Das hängt da alles mit zusammen. Und wenn wir halt ein bisschen weniger lesen, dann ist das halt so. Da gibt es die nächste Lesung, da fangen wir dann richtig an. Dieses Jahr im Grunde noch eine Fortsetzung aus der Schlusslesung des sechsten Kapitels. Und damit müssen wir halt anfangen. Wir wollen das ja in einer Linie ordentlich durchziehen. Also, Michael, wenn du eine Bemerkung hast, dann bitte, dann möchten wir sie wirklich gerne hören. Erstmal zu Otto von Habsburg. Der ist ja jetzt nicht nur ein adliger Sprössling, sondern auch ja sehr stark engagiert gewesen in der europäischen Bewegung, um das mal so zu sagen. Er hat meines Wissens ja auch den Karlspreis bekommen, also Obacht vor diesen Menschen, weil Ja. Karlspreis für mich, da schrillen da alle Alarmglocken. Das haben immer die Leute bekommen, die ja so speziell für die Abschaffung der nationalen Interessen eingetreten haben im Sinne einer kompletten globalen, also global ist übertrieben, aber einer kompletten hegemonalen EU-Diktatur sich engagiert haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst, Michael. Und ich muss da gleich nochmal ein bisschen mit einfallen. Das sind Leute, die immer für den Feudalstaat und den Ständestaat eingetreten sind. Also die im Grunde für römisch-katholische Politik gestanden haben oder gestanden sind. Der Karlspreis, kannst du uns vielleicht mal erklären, was der Karlspreis genau eigentlich ist? Oder wenn du es nicht so gut weißt, kann Viktor das tun oder ansonsten werde ich das tun, falls ihr das nicht wisst, weil ich denke, dass einige unserer Zuschauer den Karlspreis sicher schon mal gehört haben, der übrigens in Aachen verliehen wird, aber die oftmals überhaupt keine Ahnung haben, was dahinter steht. Wisst ihr beiden das? Ich habe nur die Wikipedia-Erklärung dazu. Ich habe aber jetzt keine tiefergreifende Erklärung dazu. Na gut, ich Also bei habe auch nur mir meine jetzt. eigene Erklärung dazu. Ich habe nicht mal Wikipedia, ich habe meine eigene Erklärung dazu. Viktor? Also ich aus dem Kopf, hat das was mit Karl den Großen, glaube ich, zu tun? Richtig. Mit dem ersten deutschen Kaiser. Mit dem Kaiser, der sich damals von dem Papst hat krönen lassen und der das erste tausendjährige Reich der römisch-katholischen Kirche in Europa gegründet hat. Karl der Große wurde gekrönt um das Jahr 800. Kann man jetzt geschichtlich gerne mal irgendwo nachschauen. Letzte Woche hatte ich noch nach Tom Fress, hatte ich noch Tom Fress angehört, der im Augenblick ein wunderbares Buch liest von 850 Seiten über Romanismus und die Politik. Und das Buch ist aus 1847. Und da kam er gerade an dem Zeitpunkt an, wo es um Karl den Großen ging. Und das ist eben dieser Karlspreis, wird dann natürlich Leuten verliehen, die 100% die politische Linie des Katholizismus in Europa vertreten. Also solche Leute wie zum Beispiel, ich meine, dass Merkel den auch schon bekommen hat. Die ja die Mutti aller Deutschen ist im Augenblick, ne? Mir dreht sich der Magen, wenn ich dran denke, aber viele Es ist Leute immer denken das, da ja nun wirklich es so ist immer drüber. das Gegenteil von dem, was es sagt. Ja, stimmt, ja. Also die hat, glaube ich, den Preis bekommen und viele andere Würdenträger haben diesen Preis bekommen, eine sogenannte Würdenträger. Und da geht es halt darum, dass wenn man sich verdient macht, um die Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche in Europa zu unterstützen, auf jedwede Art und Weise. Und wenn man das macht, dann kann man eben unter anderem auch diesen Karlspreis ausgezeichnet bekommen. Soweit, dass ich darüber informiert bin, ohne jetzt Wikipedia oder sowas zu Rate ziehen zu müssen. Das ist mein Kenntnisstand davon. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also das war meine Erklärung noch zu dem Habsburg bezüglich des Karlspreises. So, die Europäische Union, die fußt ja schon mal aus Ideen aus Deutschland und Italien aus den 30er Jahren, wo ja, ach, ich komme auf den Namen jetzt nicht, Walter Hallstein, glaube ich, da schon mal federführend eine Rede gehalten hat in Italien, aber das muss ich jetzt nicht komplett in aller Breite ausführen. Die zweite Sache war, boah, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war denn noch? Ach so, zu dem Matthias Erzberger. Da kann man doch mal wieder sehen,
wenn er 1915 Geheimverträge unterschrieben bzw. verhandelt hat mit dem britischen Empire, wie lange und sogar während des Krieges mit dem Feind solche Entwicklungen vorausgeplant sind. Und alle Menschen, die mir immer erzählen, von wegen, oh, ist alles Verschwörungstheorie, die lesen keine Bücher. Und die lesen vor allen Dingen auch nicht die richtigen Bücher. Denn die erste Verschwörung überhaupt, von der ich gehört habe, war im Himmel von Satan und seinen Engeln. Ja. Also Verschwörungen hat es immer schon gegeben. Und wenn jetzt sogar im Ersten Weltkrieg das Deutsche Reich und einer seiner angesehensten Politiker, um das mal so zu sagen, ohne jede Häme, mit dem britischen Empire, mit dem Feind sozusagen, da schon über Regelungen nach dem Krieg bezüglich Italien und dem Vatikan da in Verhandlung steht, dann ist natürlich das ganze Schauspiel, was uns da vorgesetzt wird, alles eine Farce. Ja. Denn es werden ja schon Sachen von vornherein schon vorbereitet, die ja letzten Endes dann überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was uns da verkauft werden soll. Das waren meine 2 Cents. Das ist richtig. Schöne Bemerkung von dir, Michael. Finde ich schön, dass du das gemacht hast. Und wenn es dann jetzt keine weiteren Bemerkungen dazu gibt, dann würde ich vorschlagen, dass wir anfangen mit dem Lesen des Kapitel 7 aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Ich glaube, so ungefähr 20 Minuten haben wir ja noch, um die Stunde voll zu kriegen, ne? Ja. Also. Eine raffinierte Maskerade war schon immer charakteristisch für die politischen Aktivitäten des Jesuitenkatholizismus. Der Autor nimmt kein Blatt vor den Mund und der Autor macht hier mit dem ersten Satz eine Aussage, über die man alleine schon mindestens eine Stunde diskutieren könnte. Ne? Ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Ne? Eine raffinierte Maskerade war schon immer charakteristisch für die politischen Aktivitäten des Jesuitenkatholizismus. Hinter einer Maske agieren. Ja? Das ist genau das, was der Teufel tut. In der Bibel steht nämlich schon geschrieben, der Teufel ist verändert in einen Engel des Lichts. Und genau darum geht es in diesem Satz. Jesuit ist ein Wort in all unseren Wörterbüchern, das als Synonym für subtile Duplizität, Indirektion und Unaufrichtigkeit definiert ist. Tja, dann schlagen wir doch mal den Duden auf und geben das Wort jesuitisch ein und dann sagt der Duden uns heute online noch, ja, die Jesuiten betreffend, zu den Jesuiten gehörend, aber als Punkt 2, in der Art der Jesuiten. Oh ja, zwischen Klammern, abwertend gemeint. Oh, das muss man also jetzt mit Vorsicht genießen. Wisst ihr was? Ich habe gerade mal wieder so eine Idee. Ich gehe mal eben hier auf Google und gebe ein neue Weltordnung Wiki. Und ich weiß, dass wenn man in Wikipedia in Englisch drauf geht, dann steht da eine Warnung. Und zwar, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Mal eben gucken, im Deutschen steht das jetzt hier nicht. Im Englischen steht das ja normalerweise mit drauf. This article is about the use of the term New World Order for its use in Conspiracy Theory. Ja, für seinen Gebrauch in Verschwörungstheorie. Sie New World Order Conspiracy Theory. Dann gehen wir da mal hin. Das ist ein anderer Link auf Wikipedia. Da sehen wir es ganz deutlich. New World Order. Und in Klammern Conspiracy Theory. Also Verschwörungstheorie. Da können noch so viele Päpste, Bundeskanzler, amerikanische Präsidenten, französische Präsidenten, englische Premierminister von einer neuen Weltordnung sprechen, Joseph Biden eine Stunde lang einen Vortrag halten vor amerikanischen Soldaten, um mit ihnen zu sagen, welche Rolle sie spielen in der Form einer neuen Weltordnung. Bei Wikipedia wird das abgetan als Verschwörungstheorie. Jetzt gehen wir hier mal eben auf die deutsche Seite und ihr seht, haha, was steht da? Neue Weltordnung, Verschwörungstheorie.
Verschwörungstheorien, dass also als neue Weltordnung wird in verschiedenen Verschwörungstheorien das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten. Solche Theorien wurden zu Beginn der 1990er Jahre in den Vereinigten Staaten populär. Verbreitet werden sie vor allem von christlich-fundamentalistischen, rechtsextremen und esoterischen Autoren. Habt ihr das gut verstanden, meine Lieben? Christlich-fundamentalistische Personen. Also hier wird von Autoren gesprochen, aber sowas wie ich, sowas wie Viktor und sowas wie Michael, die wir hier über Skype versammelt sind und das Buch lesen und besprechen, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, wir sind christlich-fundamentalistische Verschwörungstheoretiker. Das Problem ist, dass hiermit Wikipedia ganz deutlich zu erkennen gibt, dass wir hiermit, genau wie die Rechtsextremen, Feinde des Staates sind. Ob die Verwendung des Begriffs in der globalisierungskritischen Linken ebenfalls als verschwörungstheoretisch einzustufen ist, das ist noch umstritten. Ja, George W. Bush hat sogar damals gesagt, 1991 hat er gesprochen von einer neuen Weltordnung. Das ist nun nicht der Spruch, der hier abgegeben wird, weil das geht hier um den 29. Januar 1991, wo er in seiner State Union Address spricht und sagt, es geht um mehr als nur um ein kleines Land. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung, wo unterschiedliche Nationen zusammenrücken im gemeinsamen Ziel, die universalen Hoffnungen der Menschheit zu erreichen. Frieden und Sicherheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Dies ist eine Welt, die es wert ist, dass wir für sie kämpfen. Und die es wert ist, die Zukunft unserer Kinder zu sein. Diesen selben Vortrag hat George H. W. Bush, der Vater von George W. Bush, gegeben am 11. September 1991. Also hat er es zweimal gegeben. Weil hier sagen sie vom 29. Januar, und im Video kann man das sehen vom 11. September 91, genau 10 Jahre vor dem 11. September 2001. Interessant ist, dass er hier sagt, dies ist eine Welt, die es wert ist, dass wir für sie kämpfen. Und diejenigen, die ein kleines bisschen politischen Hintergrund haben, werden sich vielleicht eine satanische Dame erinnern, die sehr hoch in der amerikanischen Regierung stand zu der Zeit, mit dem Namen Madeleine Albright. Und diese Madeleine Albright wurde einmal gefragt, ob der Preis von 500.000 toten irakischen Kindern es wert ist, um den zu bezahlen, um diese Welt zu errichten. Und ihre Antwort war, ja, der Preis ist es wert. 500.000 tote irakische Kinder in der Zeit des Golfkrieges von Vater Papi Bush, den wir hier im Wikipedia im Bild sehen, oder den ich hier immer eben groß ins Bild mit eingebe. Ja? Also, gehen wir zurück, weil wir haben ja noch nicht so viel in dem Buch gelesen. Nur ja, hier mal. Ne? Ja. Aber Papa Bush war ja auch in der CIA und er kennt sich da ja auch mit den Katholiken in Action aus. Ja, er war Chef der CIA 1976. Ja, später dann, ja, aber er war in den 60er Jahren schon bei der CIA. Also ja, ja, natürlich. Du wirst ja, ja nicht gleich als Chef eingestellt. Nein, nein, nein. Aber er war schon zur Zeit Kennedys Ermordung in der CIA. Und da war er sogar zufälligerweise. Ja, richtig. In ja, Dallas ja. Ja, am Tag des Anschlages auf JFK. Genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, so ist das. So aber ist zu das. Den christlichen Fundamentalisten eine Bemerkung bitte. Ja, bitte. Ich hab da Matthäus 21 im Kopf immer. Das ist jetzt nicht so viel Sand gemeint, sondern ganz ehrlich, wo Jesus in den Tempel hineingeht und alle raustreibt und die Tische umschmeißt. Wo man ihn natürlich dann auch sofort als einen christlichen Fundamentalisten und gewalttätigen Terroristen bezeichnen könnte, wenn man denn wollte. Und er sprach ja damals, ihr habt eine Räuberhöhle. Aus meinem Tempel gemacht. Aus meinem Tempel gemacht. Und
Ich habe vor Jahren meine Webseite gelesen, ohne die jetzt nennen zu wollen, weil ich mich mit dem Herrn nicht so extrem beschäftigt habe. Aber der Satz, der mir seitdem immer im Kopf rumschwirrt, ist: Das Erste, was die katholische Kirche mit Jesus machen würde, so er wieder auf die Erde kommt, ist ihn am liebsten kreuzigen. Kann man von ausgehen, ja. Weil in der römisch-katholischen Kirche wird Jesus Christus ja auch nur in zwei Positionen dargestellt. Ja, als Kind oder Entweder Kreuz. als hilfloses Baby in den Armen seiner, zwischen Anführungszeichen, Mutter. Und warum ich die Anführungsstriche setze, wer das nicht versteht, der hat die Ja, Bibel und mich nicht begriffen. Und andererseits hilflos ans Kreuz genagelt. Am liebsten noch den Kopf hängen lassend. Ja. Als hilfloses Opfer. Ja. Und der Gag ist die Marienbildnisse, die man sieht, aber das ist wirklich wieder ausschweifend, die zeigen noch nicht mal Maria. Na eben, das ist ja deswegen, sagte ich ja, zwischen Anführungszeichen Mutter. Ja. Du musst ja Ja. jetzt den Cliffhanger hier nicht nehmen, wo die Leute mal selbst nachdenken sollten, Michael. Ja, aber Na gut. es ist schon wahnsinnig, wenn man so ein 1000-Teil-Puzzle hat und man irgendwann im 20., 30., 40. Lebensjahr fängt das so an, und wenn man, je älter man wird, desto mehr Puzzleteile findet man dann, und plötzlich sieht man ein Bild und ist total fasziniert. Ich gehe nochmal eben auf meine Fußnote hier auf der vierten Reihe unserer neuen Lesung zurück, wo wir noch ein paar Minuten drin haben heute. Um das Wort jesuitisch aus dem Duden zu erklären, also abwertend, da haben wir ja nun gerade 10 Minuten drüber lamentiert, wie das zu verstehen ist. Im Duden steht also: in der Art der Jesuiten, in seiner Argumentationsweise oder ähnliches sehr verschlagen und durchtrieben, geneigt, andere durch Wortverdrehungen, ja, Kasuistik und Sophistik und Spitzfindigkeiten zu übervorteilen. So definiert man Jesuitismus. Die Geschichte, war eben das Wikipedia-Ding hier weg, die Geschichte zeugt von der unbestreitbaren Tatsache, dass der Jesuitenorden, der 1540 zum ausdrücklichen Zweck der Gegenreformation nicht gegründet wurde, sondern vom Papst Paul III. Ordiniert wurde, gegründet wurde er am 15. August 1534, sich in der Kunst der machiavellischen Doppelzüngigkeit hervorgetan hat. Tja, da habe ich nochmal eine Fußnote vorbereitet, weil der Autor sagt zwar schon viel, aber es fällt mir immer noch so viel mehr dazu ein. Was ist denn überhaupt Machiavelli oder der machiavellische Slogan? Der machiavellische Slogan lautet: sei sanft in der Manier, aber aggressiv in der Tat. Gibt es da einen anderen Ausdruck für, den man gebrauchen könnte? Was denkt ihr von sei der Wolf im Schafspelz? Eigentlich wurden sie 1534 gegründet, wie ich gerade eben sagte, und Inigo und seine Gefährten folgten einer Initiationszeremonie in Paris in Frankreich an zwei verschiedenen Orten: in der Heiligen Marienkirche von Montmartre und in der Kirche zum Saint-Denis, Schutzpatron Frankreichs, in seiner Kapelle. Wobei wir wissen müssen, Saint-Denis ist die katholische Version von Bacchus. Am 15. August 1534, dem Fest Maria Himmelfahrt, schworen die Gefährten den Eidesdienst der Heiligen Jungfrau in der Heiligen Marienkirche in Montmartre und Saint-Denis, Schutzpatron von Frankreich, in seiner Kapelle. Die Erfahrung des Montmartre-Eides muss sehr intensiv gewesen sein, denn Franz Xavier, der St. Franziskus Apostel des Ostens werden würde, machte die geistlichen Übungen mit bußfertigem Eifer, sagt Broderick im Ursprung der Jesuiten. Zitat: das kostete ihn fast den Gebrauch seiner Gliedmaßen. Ende Zitat. Sie schworen Armut, Keuschheit, und sie schworen auch, Jerusalem vor den Muslimen zu retten oder besser gesagt von den Muslimen zu befreien und die Muslime zu bekehren. Wie das dann tatsächlich von sich gegangen ist, was da genau passiert ist, das kann der interessierte Leser erfahren, wenn er sich meinem zweiten YouTube-Kanal widmet, der hier im Bild ist,
wo ich die Lesung von Griesinger, wo ihr seht, heute gerade den sechsten Teil, den sechsten Teil, den 24. Teil oder so von, nee, 29. Teil oder so von hochgeladen habe. Sechs Belege des jesuitischen Einflusses auf den 30-jährigen Glaubenskrieg. Da haben wir in früheren Folgen von gesprochen, wie die Jesuiten, wie Ignatius von Loyola nach Jerusalem ging und wie der katholische Statthalter von Jerusalem ihn da rausgeschmissen hat, mit einem Arschtritt nach Hause befördert hat, weil Ignatius von Loyola von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Er sprach keine Landessprache und er hatte von der Liturgie der römisch-katholischen Kirche keine Ahnung. Naja. Aber ist heute ein Heiliger. Bitte? Aber ist heute ein Heiliger. Aber ist heute ein Heiliger, ja. Sollte sich die Rettung jedoch innerhalb eines Jahres als undurchführbar erweisen, so gelobten sie, jede andere Aufgabe, die der Papst von ihnen verlangte, ohne weiteres zu übernehmen. Und über Machiavelli könnt ihr euch dann auch noch den Wikipedia-Link anschauen, den ich hier mitzufüge. Der Jesuitenorden ist eine Organisation, die auf militärischem Wege für die politische Wiederherstellung des römischen Papsttums gegründet wurde und ist der einzige Orden in der katholischen Kirche, also neben Franziskanern, Augustinern, Dominikanern und wie sie alle heißen, der ihre Mitglieder durch einen besonderen Eid eben genau zu diesem Zwecke bindet. Da, wieder eine Fußnote. Tja, schaut euch mal meine Abspielliste auf meinem Kanal. Dort findet ihr die deutschsprachigen Videos über den Jesuitenschwur und da ist ein Link zu der Abspielliste damit bei oder dem Video. Das lasse ich da auch drin, auch wenn ich das Papier hier auf archive.org veröffentliche, dann könnt ihr den Link da auch immer folgen, könnt das anschauen. Ich habe, glaube ich, zwei Videos gemacht über den Jesuitenschwur von jeweils eine knappe Stunde lang und so intensiv, wie ich den Jesuitenschwur besprochen habe, hat ihn in Deutsch noch niemand besprochen bis zu dem Zeitpunkt. Und das sage ich im vollsten Brustton der Überzeugung, weil ich habe viel nachgeforscht und keiner hat ihn so intensiv besprochen wie ich. Wie gesagt, ich will mir hier nicht auf die Schulter klopfen, aber es geht darum, welche Informationen ihr daraus bekommt. Zum Beispiel hat niemand den Link gelegt zu INRI, etwas, was ich bereits bei Herrscher des Bösen genannt hatte. INRI, diese Buchstaben, die angeblich heißen Jesus, König von Nazareth und das über sein Kreuz gehangen hat. Die Bibel sagt ganz deutlich, welches Schild über seinem Kreuz hing und da stand nicht INRI drauf, sondern das ist, was die Jesuiten gebrauchen, womit sie meinen, Iustrus Neca Reges Impius, es ist rechtens, heretische Könige zu ermorden, um es ganz kurz zu sagen. Und das bestätigt genau das, was Michael vorhin sagte. Wenn Jesus Christus zurückkommt, das Erste, was die römisch-katholische Kirche mit ihm machen will, ist, ihn wieder ans Kreuz zu nageln. Genau, weil aus dem Verständnis der Heiden, und nichts anderes ist die römisch-katholische Kirche, das sind Heiden, die sich hinter dem Christentum verstecken, für die ist Jesus Christus ein nicht legitimer Herrscher. Und deswegen war es für sie vollkommen rechtens, um damals Jesus ans Kreuz zu nageln. Wir wollen uns doch mal eben bitteschön erinnern, dass es die Römer waren, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, nicht die Juden. No? Er bedient sich der tief verwurzelten religiösen Bedürfnisse, also der Eid, und der Orden der Jesuiten. Er bedient sich der tief verwurzelten religiösen Bedürfnisse des menschlichen Herzens, um einen aus sozialer Sicht offenkundig politischen und reaktionären Plan durchzuführen. Diesen reaktionären Plan nennt man unter anderem Regicide im Englischen, Königsmord im Deutschen. Da geht es um Rebellion, da geht es um Revolution, da geht es um Umstürzung, da geht es um Aufstände, da geht es um Krieg. Und genau das ist das Ziel der Jesuiten. Der Zweck heiligt die Mittel, um dafür zu sorgen, dass am Ende aller eingesetzten Mittel die römisch-katholische Kirche als Sieger dasteht. Ja, so denken die davon. Und wir denken da ein wenig anders von. Wie wir davon denken und dass wir die Bibel als Basis an unser Denksystem legen und dass wir die Bibel und das Wort Gottes im Allgemeinen als höchste Autorität unseres Gewissens erkennen, das ist der große Unterschied zwischen uns und den Katholiken.
Ja, und jetzt werden wir die Lesung im siebten Kapitel von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche heute tatsächlich nach einem ganzen Absatz abschließen. Aber ich denke, es sind viele wichtige Dinge zur Sprache gekommen und es werden in diesem Kapitel, das ja nicht für nichts heißt, das größte trojanische Pferd aller Zeiten, noch viele interessante Dinge ans Licht kommen und werden euch aufgedeckt werden. Und nachdem ihr heute vielleicht was gelernt habt, werdet ihr wohl nächstes Mal auch noch was lernen. Und dann fahren wir fort in dem Kapitel. Aber jetzt möchte ich eben meinen beiden Gästen ein jeweiliges Schlusswort noch erteilen. Und zwar zuerst Michael, der heute ein neuer Gast ist, und danach Viktor, der Übersetzer des Buches. Bitte, Michael. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu können und meinen Senf dabei geben zu dürfen. Ich gebe noch so viel zu erzählen, alleine nur aufgrund dieses ersten Absatzes. Ich musste schon schmunzeln bei dem Wort Jesuit, weil es eigentlich die totale Verdrehung dessen ist, was es eigentlich ist. Nämlich, ja, es hat ja in keinster Weise irgendetwas mit der Tradition Jesu zu tun, wenn ich gleichzeitig unter der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesia operiere, denn Jesus hat ja nun mal halt von aller Gewalt abgeraten. Und Jesus war ja nun mal halt nicht militant gewesen. Und aufgrund dessen ist eigentlich klar, in wessen Auftrag die Jesuiten da handeln und geführt werden. Von daher finde ich das schon sehr, sehr eine Art von Offenbarung, alleine schon, wenn man sich die päpstliche Bulle anschaut und wenn man sich halt anschaut, in welchem Auftrag die Jesuiten da arbeiten, dann ist eigentlich mit dem ersten Satz dieses Kapitels alles gesagt. Alles andere dient jetzt noch zur Ausschmückung und ja, da freue ich mich dann auch drauf und sag mal halt vielleicht bis bald. So, dann werde ich nochmal fortfahren. Bedanke mich auf jeden Fall vielmals, dass wir heute auch die Möglichkeit hatten, mal ja so eine Lesung zu dritt zu machen. War eine interessante Erfahrung. Und ja, ich hoffe, dass wir das vielleicht dann nochmal wiederholen in Zukunft. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Lesung, dass wir vielleicht dann nochmal noch einen Absatz schaffen. Mal sehen. Wer weiß. Wir lassen uns jedenfalls ja vom Heiligen Geist weiterhin leiten. Und ja, ich bedanke mich für alle Informationen, alles, was ihr dazu beigetragen habt. Wünsche soweit einen schönen Abend und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke ihr beiden für eure beschließenden Worte. Und an die Zuschauer nochmal eben, bis dieses Video erscheint, das ja jetzt am 20. August heute aufgenommen wurde, werdet ihr natürlich schon euch daran gewöhnt haben, dass ich eine Lesung mache von Romanismus und die Reformation, wo ich ja bekannt gegeben habe, dass ich das mit einem offenen Skype tun werde, dass jeder, der möchte, die Möglichkeit hat, an dieser Lesung teilzunehmen, aktiv teilzunehmen, erste Stunde ununterbrochene Lesung und Besprechung von mir und dann in der zweiten Stunde eine offene Diskussion über Skype, über das Besprochene. Und da kann jeder dran teilnehmen. Das wisst ihr inzwischen, weil bis dieses Video hier erscheint, sind da die ersten Sendungen schon von veröffentlicht. Das kann ich soweit in die Zukunft blickend bereits sagen. In der Hinsicht war es aber auch für mich heute eine Premiere, im Deutschen mal ein Video zu machen mit zwei Brüdern in Christus damit bei, Michael und Viktor, die mich alle beide aus Deutschland begleitet haben bei der Lesung und Besprechung des Buches und der Themen, die wir heute angeschnitten haben. Dafür schönen Dank. Ich fand es sicher wiederholenswürdig. Nicht, dass es nicht gut genug war, dass es wiederholt werden müsste, sondern dass es so gut war, dass wir es wiederholen müssen, dass wir uns nochmal zu dritt zusammensetzen müssen. Und wenn wir das schaffen, unsere Agenda, unsere Pläne aufeinander abzustimmen und sagen können, oh, bei der nächsten Sendung schaffen wir das auch, dann wäre das toll, dann würde ich mich darüber riesig freuen. Ebenso wie ich mich darüber riesig, riesig freuen würde, wenn ihr in den Kommentaren als Zuschauer wissen lasst, was euch diese Lesung gebracht hat, ob sie euch gefallen hat, ob euch das Format gefallen hat. Und tja, wir werden dann in der Zukunft wohl so weiterverfahren. Weiter habe ich zum Abschluss nicht viel zu sagen, außer lest eure Bibel. Das einzige wahre, bewahrte Wort Gottes heute in der deutschen Sprache ist die Schlachter 2000 und im Englischen die König James von 1611. Lest die Bibel, versteht die Bibel, glaubt die Bibel, lebt Jesus Christus, lasst durch Jesus Christus in euer Leben herein,
weil sonst sind wir nur verlorene Menschen, die hier in dieser dunklen Erde herumirren, wie Hühner mit abgeschlagenen Köpfen, weil sie keine Ahnung haben, wo das Licht ist. Jesus ist das Licht. Und Lesungen wie diese sollen uns helfen, Jesus und das Licht zu finden. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.